Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz lieb aus England. Ich bin gestern hier angekommen. Das allererste Mal, war vorher noch nie in England unterwegs. Und ja, jetzt habe ich 2 Tage Zeit, hier zu angeln. Und nicht nur, dass ich noch nie vorher in England war, sondern ich gehe das allererste Mal auf Barbe angeln. Bin schon ganz gespannt, wie das sein wird. Ich habe schon vieles gehört. Kann mir gar nichts darunter vorstellen. Sie gehen ja auch auf Boilies und alles. Ich habe aber noch nie eine Montage gesehen, gar nichts des Weiteren. Also es ist komplettes Neuland für mich, auf Barbe zu angeln. Und das Coolste ist, letztes Jahr habe ich Martin Bowler kennengelernt in Thailand und der hat mich eingeladen und der fährt gerade im Auto vor mir. Sind jetzt gerade auf dem Weg zum Fluss Wey. Es ist noch ganz früh, ist gerade mal knapp vor 7. Ja, wir fahren jetzt noch eine Stunde Auto, sind dann am Fluss und ich hoffe, ich kann euch auf dem Laufenden halten. Also Martin hat gesagt, wir fangen ganz viel. Ich bin gespannt, ob es auch wirklich so ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber da sprang gerade ein Fisch. Ich bin angekommen. Endlich. Es ist trocken zum Glück. Aber wir warten mal ab, wie lange es denn hier trocken bleibt. Denn ich habe das Gefühl, alle 10 Minuten ändert sich das Wetter hier schlagartig. Mal ist es die Sonne, dann regnet es wieder, dann ist es bewölkt, dann scheint wieder die Sonne. Naja, warten wir mal ab. Also, ich bin jetzt angekommen, bringe gleich die Ruten raus und wollte euch erstmal zeigen, wie schön dieser Fluss ist. Es ist eine unfassbare, schöne Natur hier. Die Fische sind extrem aktiv, springen alle Nase lang, mal Lachs, mal eine Barbe. Und es ist echt schön, das hier zu sehen. Adler ist hier eben noch rumgekreist. Also wirklich richtig schön gelegen. Ist toll, hier sein zu dürfen und angeln zu können. Jetzt nicht lange schnacken, schnell die Ruten raus. Ich habe nicht so viel Zeit, es wird nur heute und morgen geangelt. Wir werden noch ein paar Mal die Spots ändern. Dann werde ich mal in Ruhe erklären oder in Ruhe mal zeigen, wie ich angel, mit was für Ködern, wie die Montage aussieht. Und ja, das mache ich dann später. Jetzt muss ich erstmal einen Fisch reinkriegen.
geil. Es geht hier so Schlag auf Schlag gerade. Mega. Geile Fische hier. Geht gerade echt Schlag auf Schlag. Alle auf Köder, auf einen kleinen Boili. Es ist der zweite Tag angebrochen und wir haben jetzt mal die Stelle gewechselt. Bevor es jetzt richtig losgeht, wollte ich mit Martin ein kleines Interview machen und euch Martin mal vorstellen. Wie ich schon im Auto vorher gesagt habe, er ist einer der bekanntesten Angler in England, hat Bücher geschrieben, Fernsehshows gemacht, ist in Zeitschriften unterwegs. Also einer der Top-Leute, die man haben kann, um Barm zu angeln. Hallo Martin. Hallo. Thank you so much for your invitation. It's a pleasure to be your guest. You make a little movie about the trip, so maybe it would be nice if you could tell us how you become a professional fisherman. Long journey, really, by accident. Mainly, I'd always loved fishing as a child, and just a few opportunities came away. First of all, I did a talk at the local angling club, then I caught some huge fish and put them in the paper, got well known in the paper, probably because not just the big fish, but I used to have long hair, so I stood out. Then I made a film called Catching the Impossible that went on TV. I worked for Angling Times, which is our biggest weekly magazine, and it's just snowballed from there. And I've worked for some really good companies, mainly Drennan International. So it was just one of a chain of events. Caught the right fish at the right time and worked really hard. It was never a plan as a child, because there's not really a job. There was not a job in existence as a professional angler. So yeah, I would say accident and then hard work and a love of fishing, because places like this, yeah, it's I just love, yeah. You know, so it seemed better than actually going to work for a living. Yeah. And what was your biggest catch? biggest catch, I've had some huge fish. I mean, the biggest fish I've ever caught is a tuna. I've had sharks well into the 100 pounds, tuna 500 odd pounds, big sharks all around this shore. In Thailand, where we met, Yeah. We've caught big arapaima and Siamese carp, but his biggest, always best. My best fish was my first fish, which was a gudgeon about that big, because without that, Yeah. Everything that followed, I've been lucky to have 3 British records, monster fish. Without that first little gudgeon, nothing would have been possible. So it's not my biggest, but my best is a little gudgeon. And I can still remember now, as a little lad, the float sinking away and just connecting with that magic underwater world that I'd made a connection with it. So yeah, my little gudgeon will always be my best fish. Wow, great. And how many times you are going fishing during the week? 3 or 4 times. It depends. If I go carp fishing, then I might go for a longer session. Yeah. If, like, say we are today, barbel fishing, then that might just be for a day, and then I'll go somewhere different the next day. There's always a demand for magazine work. I'm averaging a year probably 100 articles a year. Wow. So that's a lot. I start with Angling Times, which is weekly. Yeah. So you've got 52 before you even start. So you need that material. And as you know, for social media now, that needs to be done. And for your sponsors need stuff. So you need that volume of material. Yes, so 3 or 4 times, but I don't just fish for one species. So a variety of venues as well, yeah. Which keeps it always fresh, and that's why I love it all the time. Yeah, great. And do you ever fished in Germany? No one's ever invited me. Now you are officially invited. Oh, well, I'll come then. More than welcome. You'll be my guest. Yeah, well, that's good. We could go on carp fishing. Yeah, no, that sounds great. No, I've never fished in Germany.
I've written in the German magazines. Yeah. Over the years, Blinker and Fish and Fang, I think they are. Yeah. But never actually fished there. I've fished in France and a few other places in Europe, but never Germany. So Germany's on the bucket list. There you go. It's top now, top of the list. Great. Thank you so much, Martin. So let's hurry to the river and catch some nice barbel. Yep. Jetzt zeige ich euch mal, was ich zum Barbenangeln nutze. Es ist eigentlich ähnlich wie beim Karpfenangeln. Ich habe ein einfaches Rig mit einem 6er Haken. Die sind schon fertig gebunden. Kann man einfach kaufen, rausholen und einen Köder ranhängen. Ich nutze ein Dumble, Source Dumble dran und habe ein bisschen Ground Babe, ein paar Pellets, verfeinere das noch ein bisschen mit ein bisschen Hanf und nutze dafür dann ein Fiederblei. Das ist geriffelt, so dass das Grundfutter haften bleibt. Ich habe so eine Form, wo ich das reinpacken kann. Also hier zeige ich euch einmal ganz kurz, so sieht das aus. Mit ein paar Pellets drin, bisschen Hanf und dann ist es eigentlich nur ranpressen. Es muss gut feucht sein, damit es gut hält, damit es beim Werfen nicht abfliegt und so sieht es dann aus. So, das packe ich mit dran, dann habe ich mein Vorfach mit einem Dumble dran und mehr ist es nicht. Wie schon gesagt, bin ich ja hier am Fluss Wye. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere auch, wie er hier hinkommt oder auch selber hier angeln kann. Heute habe ich Adam kennengelernt, der ist hier aufgewachsen und ist hier quasi ein Guide für den ganzen Fluss. Er ist der Inhaber der Firma Angling Dreams, worüber ihr das buchen könnt. Hi Adam, nice to meet you today. You too. Nice to be your guest and of course Rudy. Yeah, you're welcome. So Adam, maybe you could explain shortly for our guys how they could come here for fishing like we do it today. Sure. Well, we have a website. We're also contactable on Facebook or Twitter. And you can book yourself a stretch of river, 3, 4, 5 guys. We'll sort your accommodation, make sure your travel arrangements are sorted. And you contact me, drop me an email, let me know what it is you're looking for. And then I can give you some information and help you sort the rest out. And you're exclusive. When I book it, a stretch of the river, I'm exclusive, the one who's fishing here. So nobody else will sitting here, right? That's it. You get some stretches will allow 4 people, some will allow 6. But say a group of 4 of you, you could book a year in advance, book your B&B or your hotel, book your river for 3 or 4 days, and it's just you. You come in, you close the gate, it's all yours. Yeah, and how long is the river what we can book here? The stretches are usually about 1 mile long. Yeah. And then maybe there's 30 different places to fish along that mile. But you know, I'll meet you and I'll show you where to fish, where you're likely to catch the fish. Yeah. There's good vehicle access so you can drive along and park behind. Yeah, right, yeah. There's not too much walking. Some of the banks are a little steep. Yeah. But you know that's the nature of the Wye. It's a wild river. But we can advise on all of that and get you set up. So what is so special to fish here in the river Wye? Well, the popular fish these days is the barbel. They fight hard. They're usually quite easy to catch. And you know that's the main thing. You don't need lots of kit. You know, they're a friendly fish.
There are other fish as well, but that's the main thing, is the barbel. But the other thing, it's the scenery. Yeah. You know, it's wild. It's quite easy to get to wherever you travel, whether you fly or you drive. It's not too far to get between each place. But yeah, it's a wild venue and the beautiful fish too. Yeah, great. So, wenn ihr interessiert seid an Angeln mal am wilden Fluss in England, sagt Bescheid, fragt mich oder kontaktiert direkt Angling Dreams. Adam, der gibt euch Hinweise, oder auf der Website seht ihr noch ganz vieles. Und ja, ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wunderbare Natur, tolle Fische, also kann ich nur empfehlen. Das ist nun für heute die letzte Barbel in England für mich. Ist jetzt nicht die größte, aber ich freue mich, dass ich noch eine gecatcht habe. Wunderschöne Fische, fighten extrem hart. Echt, ist ein Erlebnis wert, und ich komme auf jeden Fall wieder her. Thank you, Adam. My pleasure. Well done. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn ihr mögt, folgt mir doch gerne bei Facebook oder Instagram. Und natürlich ein Like für das Video und abonniert meinen YouTube-Channel.